Mein Name ist Vettel Finur. Ich bin ein Dunkelelf aus Balmora und ich erzähle euch meine Geschichte. Und die Geschichte von Vettel nimmt so ihre Wendung, indem er jetzt, ja, ich sag's mal so, er merkt, dass er seinen Unterhalt hier in Balmora durch Alleingänge nicht finanzieren kann. Die Wachen sind absolut auf ihn aufmerksam geworden. Und er hat auch keinen Hehler mehr. Er braucht jemanden praktisch, um ja, neu anzufangen. Und er denkt, dass da durchaus die Diebesgilde die beste Wahl ist. Ne? Was hat er für Möglichkeiten noch? Im Grunde könnte er die Stadt wechseln, was er nicht möchte. Und hier kennt er sich aus, hier kennt er die Leute, hier hat er Freunde. Und deswegen wird er wohl jetzt der Diebesgilde beitreten. Ihr scheint ein Dieb zu sein, denn ihr wollt mein Herz stehlen. Wollt ihr etwas von mir? Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge von Moroblivion. Grüße an meinen Freund. Eine Mod habe ich noch drauf, nämlich, ja, die ist für mich unentbehrlich, für einen Rollenspiel-Mod. Da steht euch der Sinn nach einem Gespräch? Hunger, schreibt euch bei diesem Wetter nach draußen. Die sind ja echt chatty hier. Hunger, Durst und, Verflucht des Schurkenpack. Ich sollte sie alle häuten. Oh ja. Wir sind auch ein Schurke. Und Müdigkeit, ne? Also, die braucht man einfach. Das ist für ein Rollenspiel einfach. Nehmt eure dreckigen Klamotten weg von mir, Battlepack. Unentbehrlich. Ja, und wir schauen mal rein, ne? Also, wir schauen mal rein in die Diebeslehre. Denn wir haben uns dann doch entschlossen, ne? Tja, was soll's, ne? Alleine schaffen wir das hier echt nicht. Und wir wollen auch nicht so direkt aus Balmora jetzt hier raus, ne? Ihr müsst der Gilde beitreten. Ja, warum, ne? Ihr reist leicht. Die Camorra Dong sind böse Leute. Die haben nichts dagegen zu töten. Die Diebesgilde dagegen ist der Ansicht, dass es schlecht ist, jemanden zu töten. Und das ist ja im Grunde in unserem Sinne, ne? Schauen wir nochmal, ein Dieb zu sein ist etwas anderes als ein Krieger. Man geht nicht einfach zum örtlichen Gildenhaus. Die Diebesgilde hat keine Gildenhäuser, doch Diebe sind gerne dort, wo ihre Freunde sind. Und wo sind ihre Freunde? Natürlich in der örtlichen Taverne oder im Handelshaus. In Wardenfell sucht man Freunde in Balmora, Altruhn, Sadrit Mora und im Fremdenviertel. Natürlich würde ich das Buch jetzt nicht hier so aus, aber die scheinen ja doch anerkannt zu sein, ne? So, und wir sollten dann mal mit Honigmund Wenn sprechen. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Der örtlichen Gildenmeisterin, sag ich mal. Ne? Also, wir wollen der Diebesgilde beitreten. Jo, wollt ihr beitreten oder wollt ihr es vielleicht wissen, was es mit uns auf sich hat? Wir hören trotzdem uns nochmal die Regeln an. Bestehlt keinen eurer Brüder, ganz klar. Jeder andere ist ein potenzielles Opfer. Greift niemals ein Bruder Diebesgilde an. Wenn ihr die Regeln brecht, jetzt habe ich glaube ich überspielt, ne? Könnt ihr das bewerkstelligen? Jo, wir wollen uns anschließen. So, wir sind nun ein Mitläufer. Willkommen, Bruder Vettel. Wenn ihr arbeiten wollt, müsst ihr mit mir reden. Auch wenn ihr denkt, dass es für eine Beförderung Zeit wäre, weil es ein Kopfgeld ausgesetzt ist, gibt es auch dafür jemanden, der uns weiterhilft? Das ist doch schon mal ein Wort. Ja, und wir denken mal, wir gehen da gleich in die Vollen, nämlich uns ist er dann langsam langweilig, ne, ansonsten. Und außerdem brauchen wir Geld einfach, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ne. Und wir merken, dass wir alleine hier, das wird nichts. Ne. Also, was für Arbeit habt ihr denn anzubieten? Ein Freund von Habasi will einen Diamanten. Nalkaruja, die Alchemistin, die hat diese Diamanten. Aha. Wollen wir mal kurz schauen, ob wir was über diese Frau erfahren können. Anscheinend nicht wirklich. Das ist alles, was wir da... Ach so, über den Diamanten. Eine Freundin will einen Diamanten von Habasi haben. Von Weißhafen besaß Diamanten, aber Habasi hat ihren Laden das letzte Mal unter die Lupe genommen.
Und wir sollen diesen Diamanten wieder für sie... Ja, wo müssen wir denn da hin? Ach hier. Wo lebt denn diese von Weißhafen hier, diese Nalkaria? Befindet sich auf der nordwestlichen Seite der Stadt, überquert den Fluss, biegt rechts ab und geht weiter geradeaus. Wenn ihr den Tempel erreicht habt, dann biegen wir nochmal ab. Ich denke mal, da müssten wir nochmal nachschauen. Da schreiben wir uns ja alles fleißig auf, ne? Weil das geht natürlich hier ziemlich schnell dann durch. Jo, das reicht uns erstmal. Hast du noch irgendwas? Aha, will noch nicht mit uns handeln. Ja, okay. Sehe ich ein. Khajiit hat keine Worte für dich. Da müssen wir wahrscheinlich einen höheren Rang innehaben, eher die mit uns hier. So, wir setzen uns hier mal kurz Steht hin. Steht nicht herum. Setzt euch in Bewegung. Oder setzt euch hin, ne? So, wir schauen mal in unser Questbuch. Jetzt haben wir doch nicht... Eine Kura von Weißhafen. Wir sollen zur Richtung... Richtung Tempel, ne? Im Grunde kennt ja sich unser Freund hier aus. Und der weiß wahrscheinlich auch, wer Nalkaria ist, ne? Also, deswegen... Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ich werde natürlich mit... Wir haben ja Questmarker an, ne? Deswegen... Das ist ja dann kein Problem. Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Beeilt euch also. Kein größeres Problem sollte das dann darstellen, ne? So, schauen wir mal. Wir sollen auf alle Fälle über den Fluss drüber. Zum Tempel. Der Tempel ist ja eher da drüben, ne? Und ja, ich werde hier durch Morrowind nicht ohne Questmarker rennen. Ich sag's euch gleich. Weil ansonsten zögert das Let's Play unnötig, sag ich euch hinaus. Im Normalen gab es ja keinen Questmarker. Und das finde ich auch gut. Ne? Das finde ich auch total gut. Wir müssen also hier drauf. Da ist ja der Tempelbezirk, hätte ich beinahe gesagt. So, ich glaube, wir sind hier vielleicht gar nicht so schlecht hier. Da wohnt sie, die Alchemistin. Also rein. So, und jetzt müssten wir hier den Diamanten besorgen. Wir schauen uns erstmal das Etablissement an. Schau nochmal. Und kommt drauf an jetzt, ob wir den stehlen müssen. Und das sieht schon schlecht aus hier. Oder... Wünscht ihr etwas? Ob wir die irgendwie überreden können zu irgendwas. Momentan finde ich sie noch nicht mal. Da geht's wieder raus. Vielleicht gibt's noch ein Halt, hier ist sie ja. Na schön, Fremder, sagt mir, was ihr wollt. Oder sucht ihr nach jemanden? Ja, passt auf. Wir wollen mal schauen. Normalerweise könnten wir noch gar nichts sagen. Also, ansprechen wäre ja Quatsch, ne? Die will ja, dass wir den stehlen. Und das wird ein kleines Problem, denn wo soll der sein? Das ist eben die Frage, ne? Die besten Tränke und Elixiere könnt ihr hier finden. Aber schon mal schön zu wissen, dass hier eine Alchemistin ist, nämlich... Das könnten wir über kurz oder lang mal brauchen. Lebensenergie festigen. Wir nehmen nochmal so einen Trank hier. Oh, die hat jede Menge Gold. Können wir da was verkaufen? Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Nee, eigentlich nicht, oder? Ah, ah. Schau mal kurz, sie ist eine Alchemistin. Ganz klar, sie verkauft Tränke, kauft Zutaten. Wir schauen mal nach den neuesten Gerüchten. Und der Tempel hat stets behauptet, dass der Wahnsinn eine Seelenkrankheit sei und ein Zeichen einer Sünde. Das Kaiserreich sieht ihn als eine normale Krankheit. Interessant. Was sagt denn die überhaupt zum Südwall? Von Auer, sie liegt südlich. Ja, okay. Ist ja. Es wirklich nötig, dass ihr ausgerechnet mit mir sprecht? Ich würde sagen,
Wir werden uns hier nochmal reinbegeben des Nachts. Na, wir haben uns jetzt mal umgeschaut. Ja, wir sagen hier, wir schauen mal ihre Auslegeware an, ne? Schauen mal an, was sie so hat an Reagenzien und so weiter. Also es scheint hier auf alle Fälle, es könnte hier sein, vielleicht in einem der Kisten da unten, könnte der Diamant sein. Oder eventuell... Was jetzt? Vielleicht in einer dieser Kisten hier. Aber diese Wache hier, wenn die ganze Nacht rumsteht, dann haben wir ein kleines oder größeres Problem. Ja, und die verfolgt uns hier auf Schritt und Tritt. Hier hätten wir auch noch eine Kiste. Da sind zwei Diamanten. Aha. Die haben wir jetzt gesehen, die zwei Diamanten. Und verabschieden uns erst einmal. Gehen zurück in die Taverne und kommen des Nachts wieder, ne? Bis es Nacht wird, verbringen wir mal noch hier in der Taverne. Und ich habe mir mal gekauft noch, Moment, Brot, ne? Weil ihr wisst ja, jetzt ist ja diese Mod drauf. Und irgendwie, ja, mit Trinkerei sieht es noch ein bisschen blöd aus. Ich muss, aber ich, es gibt noch Bier, das kann ich mir immer reinhauen. Und hier natürlich die gute alte Matze, ne? Aber die kostet richtig Geld, ne? Normales Bier, das ist ganz gut eigentlich. Es kostet nicht ganz so viel. Ja, wir haben ganz schöne Lebenshaltungskosten jetzt, natürlich. Und das finde ich eben ganz gut, dass wir Lebenshaltungskosten haben. Ne? Also wir müssen irgendwie zu Gold kommen. Ne? So, dann, ja, wir warten jetzt hier und dann versuchen wir uns mal wieder an diesem Haus, um dort einzuschleichen. Ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist. Vielleicht auch von oben, dass wir uns einschleichen. Ich weiß noch nicht so recht. Aber hoffentlich ist die Wache nicht drin. Ansonsten haben wir ein großes Problem, wenn die Wache auch nachts drin ist. So. Es ist Nacht. Die Leute sind von den Straßen verschwunden. Und wir werden uns jetzt mal ganz leise hier in das Haus schleichen. Wir wissen natürlich nicht, ob die Wache auch des Nachts dort steht. Deswegen, wenn wir hier reinkommen, wäre es natürlich doof. Deswegen versuchen wir es mal hier oben. Und dann können wir immer noch sehen, ob die Wache dort steht. Scheint niemand da zu sein. Also los. Er sieht sofort, dass es ein schwieriges Schloss ist. Wir haben 5 Dietriche. Na, dann schauen wir mal. Das sieht gut aus. Schauen wir mal den nächsten. Ah. Gut. Jetzt kommt's drauf an. Schwierig. Ja. Und wäre schön, wenn der auch noch so... Ah! Mist, da ist er zu nervös geworden. Also nochmal. Hat. Ah! 3 Dietriche haben wir nur noch. Keine Nervosität. Ihr wisst. Jetzt. Oh. Sie schläft. Vorsichtig. So, jetzt müssen wir schauen. Hier ist schon mal keine Wache. Alles so hell. Ist wirklich anscheinend keine Wache mehr. Das ist gut für uns. So, dann.
keinen Diamanten. Gott. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir noch mit. Vielleicht ein Glückstrank. Weil im Grunde wird ja die wahrscheinlich auf alle Fälle Alarm schlagen, ne? Was haben wir hier noch? Unsichtbarkeitstrank, den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Krankheitsresistenz. Nehmen wir auch mit. Eine Schlüssel, nicht unbedingt. Ausdauertrank, gerne. Lastentrank, gerne. Ansonsten eigentlich nicht. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Vielleicht ist es aber besser, sich nicht zu lange hier aufzuhalten, ne? Hier vielleicht noch die Kiste. Sieht leicht aus, das Schloss. Naja. Wir nehmen trotzdem alles mit. Nehmen wir die auch noch? Sind wahrscheinlich alchemistische Zutaten drin. Jups. Okay. Da wollen wir uns nicht weiter aufhalten. Ja, wir könnten natürlich hier raus, aber hier auf eine Wache zu stoßen ist natürlich um einiges gefährlicher. Die schläft ja auf... Und jetzt nichts wie zurück, ne? Zurück in die Taverne zum Südwall. Puh. War trotzdem ganz schön aufregend, fand ich. Und ja, unserem kleinen Dieb, unserem kleinen Elfendieb, den hat das Herz ganz schön in der Brust geschlagen, ne? Er ist zwar, ja, er ist eigentlich schon ein guter Dieb, aber seit er gefasst wurde, ja, dann ist natürlich was anderes, ne? Hört. Mögen die Winde euch immer in die Segel blasen. Grüße. Was wollt ihr? Ja, es könnte sein, dass Herr Barsin noch auf ist, wenn sie es denn ist. Nun, um was geht es? Können wir ihr gleich den Diamanten oder die... Wir haben ja zwei Diamanten. Willst du nur einen oder zwei? Mal schauen. Glück auf deinen Reisen. Ja, dann... Was brauchst du? Gibt er hier ein bisschen an mit seinen Diamanten, den er, die Alchemistin, weggestohlen hat. Was nicht so gut ist natürlich. Aber braun scheint länger zu sein. Aber... Ja, so ist er eben. Sprich nur. Aha, die schlafen alle. Jo, dann gehen wir auch ins Bett erstmal und machen das morgen, ne? Gehen wir erstmal ins Bett. Und werden das Ganze dann im Grunde am Morgen regeln. Puh, erstmal. Worum geht es? Die Aufregung. Die Aufregung im Grunde. Oh, dann brauchen wir ein Zimmer. Anscheinend brauchen wir ein neues Zimmer. Ich habe gedacht, ich habe ja eins ich eigentlich hätte es nicht übertreiben bestellt, dürfen. Ne, aber was wollt ihr von mir? Okay, dann schlafe ich jetzt. Morgen sind wir wieder da. Ihr seid eine willkommene Abwechslung in unserem Alltag. So, wir haben gut geschlafen, obwohl es so aufregend war. Du hast Fragen? Nee, wir haben was hier für dich. Ja, wir haben den Diamanten tatsächlich gefunden. Hier, bitteschön. Ja, hier.
Ja, ein Diamant. Habasi wird sich um alles kümmern. Habasi kann euch nicht bezahlen, bevor Habasis Freund Habasi bezahlt. Das ist ja doof. Aber sie hat einen Trank. Ist ja... naja. Wir sind jetzt nicht gerade, ne? Also, erfreut darüber, dass wir hier nicht gleich bezahlt werden. Das kann man ja auch erstmal vorstrecken, ne? Wir haben den Diamanten. Wir bekommen noch einen Unsichtbarkeitstrank. Okay, gut. Aha, also für eine Beförderung reicht es noch nicht. Ja, was habt ihr noch so für Arbeiten, Habasi? Sie will den Schlüssel zum Haus Nerano. Interesting. Für was will sie den Schlüssel haben? Für was willst du... Wenn ich jetzt nochmal... Was ist da? Jetzt haben... Bekommen wir Geld? Ja, schön. ja, für das Haus Nerano. Habasi will den Schlüssel. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Wer hat den Schlüssel? Nerano hat einen Schlüssel. Habasi denkt, Neranos Diener Suvor Trandl in der Ratstaverne. Den kennen wir auch. Den kennen wir natürlich auch, weil wir waren ja in der Ratstaverne. Im Grunde waren wir hier Gast, also ständiger Gast. Jetzt haben wir hier unser Lager aufgeschlagen, ne? Hören wir was vom Haus Nerano? Nee, haben wir noch nicht. Nein. Ja, also so schnell sind wir auch nicht. Wir stehen gerade hier. So, ihr versteht. Sagt mir mal was über diesen Suvor Trandl eigentlich. Er verwendet seine ganze Zeit, sein Geld in der Ratsamkeit drüben bei den Schlickschreitern. Aha. Vielleicht sollte man nochmal... Wie heißt der Kerl? Suvor Trandl. Kann man uns das merken? Suvor Trandl? Na gut. Wir müssen aber zu Ondres Nerano. Ja, sag uns nochmal was über diesen Ondres. Er lebt in der Nähe von Nekarias Laden. Sein Haus befindet sich am großen Platz im Ratsviertel. Ach so, nee, halt, ich weiß schon. Ich hab das jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, wir müssen ja zu dem Diener, ne? In der Ratstaverne. Okay. Also müssen wir erst zu Suvo und dann... Ja, das andere interessiert uns eigentlich eher nicht, ne? Das ist... Es ist... Ja, noch sind wir hier... Oho. Keine Asche. Sein kann. So, lasst es mich wissen. Okay, wir sprechen sie nochmal auf die Beförderung an. Aha, gut. Was sind wir jetzt? Trockenes Fell. Keine Asche. Ein guter Tag. Wir sind Anfänger. So, wir gehen aber rüber Glück in die... auf deinen Reisen. Oh, ja. Was ist eure Gebäck Geschichte? Gott, oh Gott. Da gebe ich es ab und komme später Ihr wieder. Seht übrigens, dass bei meiner Magie und bei meinem Leben ich bin ganz ohr. Hier was weg ist. Willkommen, das Freund. Das ist deshalb weg, weil wir noch nicht gegessen und getrunken haben, ne? Brauchen wir aber erstmal nicht. Was ist, Freund? Nun denn, dann gehen wir mal rüber zur Ratstaverne und schauen mal, ob wir den finden, diesen Diener, ne? Und ob wir diesen Schlüssel bekommen oder ob wir den stehlen müssen? Ein herzliches Willkommen. Für ein gutes Gespräch habe ich immer Zeit. Wer bist denn du? Fremde wie ihr seid im Morrowind nicht gern gesehen. Ich bin hier schon jahrhundertelang. Das ist natürlich ein bisschen blöd für unser Rollenspiel hier, ne? Nicht so schön. Wir fragen mal nach diesem Ondres. Ich habe gehört, dass er Gerüchte Retroaner in Umlauf setzt. Das ist ein Gerüchtestreuer. Interesting, ne? Da sind wir noch nicht bereit. Und da sind wir auch nicht bereit. Der ist irgendwas Höheres. Geht!
Oder? Bitte, ach nee, das seht kann. Seht euch nur um. Es kann auch sein, dass ich gestohlene Waren in meinem. Wartet mal, da will ich mal kurz reinschauen. In meinem Inventar habe. Könnte natürlich sein, ne? Ne, die hat uns alle abgenommen. Sämtliche Diamanten, alle beide hat sie uns abgenommen. Ach, hier habe ich noch leere Feldflasche. Das ist schon mal gut. Die kann ich mit Wasser füllen. Hoffe ich. Weiß zwar noch nicht wie, aber. Okay, gut. Was haben wir noch? Ach so. Es könnte natürlich sein, dass. Weil wir hier. Dass wir da ein Problem bekommen, ne? Weil wir hier so viel geklaut haben. Dass uns die Händler, dass die nicht mit uns sprechen wollen. Das weiß ich nicht mehr, ne? Müssen wir schauen mal. Sonst muss ich das wieder deponieren irgendwo. Bräuchten sowieso mal irgendwo eine Kiste oder irgendwas. So, wir schauen jetzt nach einem Sowo oder Sowo, ne? Oder wie auch immer. Es ist eine Ehre für uns. Hier bitte sind sie alle versammelt. Es ist jetzt nicht die Zeit für Sucht Gespräche. Sucht euch jemand geht. Anderen. Moment. Euch kenne ich so wohl. Ja, ich will eigentlich etwas fragen. Und zwar, was könnte ich denn fragen? Ich könnte nochmal über das Haus Nerano fragen, so zu Einstiegs. Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Mhm. Schön. Und was kannst du mir über euren Dienstherrn sagen? Ich übernehme Arbeiten von ihm. Was wollt ihr sonst noch wissen? Ja, so einfach gibt er uns den Schlüssel ja wahrscheinlich nicht, ne? Wie kann ich das erledigen? Wie kann ich das erledigen? Entweder wir. Warum müssen Fremde immer so lästig sein? Wir schleimen uns ein bisschen bei dem ein. Bitte, gesellt euch zu mir. Vielleicht. Na, man weiß ja nie. Vielleicht. Tja, oder auch nicht. Vielleicht können wir da irgendwas erfahren. Aber anscheinend nicht wirklich, ne? Was machen wir dann? Ihr habt Potenzial. Seid ihr. Wir haben Potenzial. Hallo. Wie könnten wir jetzt mit dem handeln? Also, ich denk mal. Armselige Kreatur. Man sollte lernen, wie man sich kleidet, bevor man zu Abenteuern auszieht. Was? Wir haben extra uns. Berichtet euren Freunden von. Wir haben uns Ort. Extra toll angezogen, oder? Schaut dich mal wie an. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Also, bin echt jetzt. Bin sauer. So, wollen wir nochmal schauen. Also, Honigmund bat mich, ihr den Schlüssel für die oberste Etage vom Haus Nerano hier in Balmora zu bringen. Hat mit Sicherheit einen Schlüssel. Es ist jedoch viel einfacher, an den Schlüssel eines seiner Diener zu kommen. Ja, momentan wüsste ich jetzt nicht, wie. Wir könnten noch mal ein bisschen bestechen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch nie gemacht, die Queste der Diebe. Was ist denn? Ich höre eure Worte. Sprecht. Wir könnten mal schauen, dass wir hier, wo, hier ist er uns böse, hier ist er uns lieb. Das sind die zwei bösen Dinger, ne? So richtig lieb ist er uns hier. Ja, das war schon mal nix, ne? Ihr seht's. Das war schon mal gar nichts. Obwohl, ich finde, war doch gar nicht so schlecht gemacht, oder? Ja. Irgendwie machen wir noch was falsch hier. Finde ich.
Was machen wir denn so falsch hier? Irgendwas machen wir total falsch. Jetzt geht's runter, ne? Jetzt geht's hoch. Hier geht's auch hoch. Hier geht's wieder runter. Tja, ist gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach hier, was Anständiges zu machen. Mehr geht, glaube ich, nicht. Mehr geht echt nicht. Wie kriegt man den blöden Schlüssel? Ja, ich wollte eigentlich den Schlüssel irgendwie haben. Vielleicht, ich hätte den auch abgekauft. Ich hätte alles gemacht. Was bist du, Gelehrte? Du bist Diener, mein Freund. Diener. Ja, das ist echt übel, ne? Unter Sonne und Himmelszelt. Wir begrüßen euch herzlichst. Was soll ich machen? Wie kann ich was machen? Ich bleib mal hier ein bisschen in der Ratstaverne. Und schau mal, ob der vielleicht irgendwo hingeht. Na? Und irgendwie ein bisschen allein dasteht. Bitte, seht euch nur um. Ach, das ist der Wirt hier. Mhm. Und mal schauen jetzt. Jetzt können wir es schauen. Sucht ihr spezielle Werkzeuge? Nee. Meine Preise sind sehr gut. Dem können wir sogar Gestohlenes verkaufen. Und nicht schlecht, nicht so schlecht. Also, müssen wir uns... Das ist unser Hehler. Den hat uns Habasi empfohlen. Das ist jetzt unser Hehler. So, dann werden wir erstmal den hier verkaufen. Ach so, das geht gar nicht runter, das Gold. Lähmung heilen. Ja, nee, das könnten wir behalten. Die würde ich gern behalten. Resistenz gegen Krankheiten. Verkaufen wir. Obwohl es vielleicht keine gute Idee ist, das zu verkaufen, aber... Na, damit wir wieder ein bisschen Glück... Den verkaufen wir nicht... Ausdauer auch nicht. Ach so, jetzt hier unseren Diamanten. Ach, wir haben doch einen Diamanten. Ah, na, den verkaufen wir auf alle Fälle. Danke. Danke, danke, danke. Das ist ja nett. So, was hast denn du? Wir kaufen mal ein bisschen Bier. Kaufen ein bisschen Brot. Und essen dann gleich was. So ein Käserad, ne? Warum nicht? Warum nicht? Okay, gut. Wer richtet euren Freund von diesem Guar töten? Die Stiefel sind völlig ruiniert. Was für ein Guar. So, wir werden erstmal ein bisschen Brot essen. Und ein Bier trinken dazu. So. Sind wir jetzt wieder perfekt. So, halt, jetzt müssen wir mal schauen. Wo geht der hin? Der ist ja perfekt. Kann man den jetzt hier... Moment. Okay. Weg. Ihr dürft sprechen. Wir dürfen gehen. Wir gehen ganz unauffällig. Bitte, seht euch nur um. Wir gehen ganz unauffällig. Jetzt seht ihr übrigens, dass unten das sich wieder anpasst, ne? Die Ausdauer wird mehr. Die, ja, das Leben und so weiter. So, und wir machen erstmal für heute Schluss. Nach diesem erfolgreichen Taschendiebstahl, ne? Haben wir ja absolut erfolgreich gelöst. Haben wir ihn in die Taschen gegriffen. Sehr schön. Ciao, ciao.